Nordkorea und Deutschland haben die Gemeinsamkeit, mitten der Leiden durch Krieg und Heilung eine beachtliche Wirtschaftsentwicklung erreicht zu haben. Deutschland ist ein Wertepartner und wichtiger Verbündeter, der universelle Werte teilt. Deutschland ist somit auch ein wichtiger Partner für die koreanische Außenpolitik im Hinblick auf die Vision eines globalen Schlüsselstaates. Heute haben ich und mein Amtskollege uns angesichts der unveränderten Umständen auf eine verstärkte Zusammenarbeit geeinigt. Wir waren uns einig, unsere Handels- und Investitionsbeziehungen auch in Hightech-Industrien wie Wasserstoff, Halbleiter, Biotechnologie, Clean Energy und etc. weiter auszubauen. Die beiden Länder haben die Gemeinsamkeit, dass sie eine starke Herstellungsindustrie haben und von Export abhängig sind. Inmitten einer steigenden Instabilität der Weltwirtschaft und hohen geopolitischen Konflikten werden globale Lieferketten umstrukturiert. Angesichts dieser Situation haben die beiden Länder beschlossen, ihre Lieferkettenpartnerschaft zu verstärken. Deutschland hat bereits vor 33 Jahren die deutsche Einheit erlebt. Mit dieser Erfahrung ist Deutschland ein Land, das die Problematik auf der koreanischen Halbinsel am besten verstehen kann. In diesem Sinne werden Herr Bundeskanzler und ich für die Denuklearisierung Nordkoreas eng miteinander zusammenarbeiten, indem wir die klare Botschaft an Nordkorea senden, dass Nordkorea durch illegale Provokationen nichts zu gewinnen hat. Herr Bundeskanzler Scholz hat seine anhaltende Unterstützung ausgedrückt für unsere Bemühungen, für die Friedenserhaltung auf der koreanischen Halbinsel und die Visionen für die Wiedervereinigung. Ich war nach meiner Landung in Seoul an der demilitarisierten Zone und habe mir das angeschaut. Das war für mich etwas sehr, sehr Bewegendes und hat daran erinnert, dass Deutschland und Korea die brutale Erfahrung einer Teilung genau und beide kennen. Das ist eine Erfahrung, die uns eint. Während wir uns in Deutschland aber seit 30 Jahren glücklich schätzen können, die Teilung überwunden zu haben und als Land geeint zu sein, bleibt das für die koreanischen Freunde weiterhin eine bittere Realität, Tag für Tag. Und deshalb ist es auch wichtig, bei dieser Gelegenheit nochmal zu sagen, dass die illegalen Waffenprogramme Nordkoreas eine Bedrohung sind für Frieden und Sicherheit in der Region. Meine klare Aussage deshalb, die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea verstoßen nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern sind auch eine Belastung für die Bürgerinnen und Bürger Koreas, Japans und der gesamten Region. Deutschland verurteilt dieses unverantwortliche Handeln scharf. Verehrter Herr Präsident, Ihre Landsleute haben unsere volle Solidarität. Wir stehen hinter Ihren Bemühungen, den Norden durch entsprechende Angebote zur vollständigen und unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen zu bewegen. Wir freuen uns sehr über eine engere Zusammenarbeit unserer Partner hier im Indopazifik im Interesse von Frieden und Sicherheit in der gesamten Region. Beide kommen wir gerade vom G7-Gipfel in Hiroshima, wo wir uns gemeinsam mit unseren Partnern auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgetauscht haben. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, den Sanktionsdruck weiter aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, schlechte Auswirkungen auf Drittländer möglichst zu vermeiden. Die Palette unserer Themen und das hohe Maß an Übereinstimmung zeigen. Als Demokratien, als Wertepartner treten Deutschland und Korea gemeinsam für eine regelbasierte internationale Ordnung ein.